Hallo und herzlich willkommen zu Für immer jung mit Kleinigung, die Interviews. Heute mit einem sehr spannenden Thema, weil es ist das große Zukunftsthema der Anti-Aging-Medizin, Stammzellen. Und dazu habe ich mir einen Gesprächspartner gesucht, der zu den führenden Stammzellforschern in Deutschland gehört, Professor Jürgen Häschle aus Köln. Wir kennen uns seit langen Jahren von vielen Veranstaltungen, sind daher per Du. Jürgen, hallo nach Köln. Schön, dass du dabei bist. Hallo Bernd. Ja, ich freue mich auch, dass ich zu dem Interview kommen kann. Zum Einstieg, was sind eigentlich Stammzellen und wie unterscheiden die sich von normalen Körperzellen? Okay, also Stammzellen, da fängt man am besten ganz früh an in unserer embryonalen Entwicklung. Klar, wir entstehen alle aus einer einzigen Eizelle, befruchtete Eizelle. Das heißt, wir sind ein Einzeller. Und diese frühe eine Zelle vermehrt sich, Zweizell-, Vierzell-, Achtzell-Stadium, kommt dann zu der Blastozyste, das ist sozusagen das Ausgangsmaterial, aus dem unser Körper besteht. Das ist die pluripotente Stammzelle. Das heißt, die hat das Potenzial, sich in alle Organtypen von unserem Körper, also Haare, Augen, Nase, Mund, Herz, Niere und so weiter darzustellen. Das sind sehr spannende Zellen, an denen arbeiten wir sehr besonders. In der Embryonalentwicklung ist aber auch schon zu sehen, dass sich quasi aus diesem ganz frühen Pool von diesen pluripotenten Zellen ein weiterer Pool von Zellen entwickelt, den nennen wir die multipotenten Zellen. Das sind sozusagen Ersatzzellen und dieses Ersatzteillager wird schon sehr früh in unserem Körper angelegt und da denke ich, dass das auch der Pool oder das Ersatzteillager ist, was am meisten auch mit unseren Alterungsprozessen zu tun hat. Und dieses Prinzip der Stammzellen in unserem Körper, das ist das regenerative Potenzial der Stammzellen. Das heißt, wenn Organe durch Defekte, degenerative Prozesse und so weiter gestört werden, und das ist ja vor allen Dingen im Alter, wird es durch diesen Pool von den adulten Stammzellen in unserem Körper oder den multipotenten Stammzellen, wie wir sie auch nennen, wieder ersetzt. Insofern ist das Prinzip der Stammzelle sozusagen ein Prinzip, was durchgehend vom ganz frühen Beginn unseres Lebens bis hin zum hohen Alter von hoher Relevanz ist für die Biologie von unserem Körper. Okay, also wir haben schon verstanden, Stammzellen sind vor allen Dingen das, was viele Männer gerne wären, nämlich unglaublich potent. Und da gibt es dann eben halt die Pluripotenten und die Multipotenten. Die Pluripotenten können noch ein bisschen mehr. Beide sind aber für die Anti-Aging-Medizin interessant, richtig? Ja, es gibt ganz viele Aspekte, die kann man dann im Detail ja noch besprechen. Aber klar, pluripotente Zellen haben volles Potenzial. Ja, unsere Forschung, was wir in unserem Institut hier durchführen, ist jedes Mal doch immer sehr faszinierend, wie man quasi aus einer Zelle, die quasi keine direkte Eigenschaft hat, wie da zum Beispiel eine Herzzelle draus entsteht oder eine Nervenzelle. Wir können Augenzellen züchten, wir können alle möglichen Zellen züchten. Und da ist natürlich der sehr spannende Aspekt, dass man sozusagen ja hoffentlich in der Zukunft in der Lage ist, Zellen zu züchten, die dann sozusagen krankhafte Teile des Organs ersetzen können. Also wir arbeiten zum Beispiel am Herzinfarkt. Da wissen wir, dass nach dem Infarktgeschehen Teil des Herzmuskels kaputt ist, nicht mehr funktioniert. Deshalb schlägt das Herz nicht mehr so kräftig. Und wir konnten im Tierversuch zeigen, dass wir die nachgezüchteten Zellen aus diesen pluripotenten Stammzellen, diese nachgezüchteten Zellen, dass wir die dann wieder in das Herzorgan hereinbringen können und das Herz dann wieder so kräftig schlägt wie vorher auch. Und das macht es natürlich auch so wahnsinnig spannend, auch für die Anti-Aging-Medizin, nicht nur für die reparierende Medizin, jetzt bei Herzinfarkt. Bisher haben wir ja doch viel, sagen wir uns sehr konzentriert auf die reine Prävention, also Schadensvermeidung. Also Alterungsprozesse sind eben Oxidation, Inflammation, Glykosylierung und so weiter. Die kann man versuchen zu beeinflussen und zu minimieren. Aber all das, wie gesagt, ist ja Prävention. Mit den Stammzellen kämen wir eben halt von der präventiven zur regenerativen Medizin. Das heißt, wir könnten wirklich Zellen, Gewebe wieder neu nachzüchten. Und das wäre natürlich eine ganz neue Dimension eigentlich für die Anti-Aging-Medizin.
Wie weit sind wir denn da schon? Also es gibt ja schon bestehende Stammzelltherapien, ich sage jetzt mal bei Leukämie und so weiter, aber kurzer Überblick, was zurzeit ist schon etabliert, was ist in der Pipeline und wie lange wird es ungefähr dauern, bis wir zum Beispiel Stammzelltherapien auch bei Herzinfarkt einsetzen können? Also ist natürlich sehr, sehr kompliziert heutzutage neue Therapien in die Klinik reinzubringen. Ganz generell kann man sagen, auf der Ebene von Tierversuchen, also die präklinischen Studien sind sozusagen sehr gut, also auch nicht nur bei uns, überall in der Welt werden solche Untersuchungen gemacht und nicht nur für Herzinfarkt, auch für sehr viele andere degenerative Erkrankungen, andere typische Alterskrankheit ist ja Parkinson, auch dort fehlen bestimmte Zellen, dopaminerge Neurone. Diabetes wird sehr viel beforscht, da kann man Beta-Zellen aus dem also Insulin produzierende Beta-Zellen auch aus pluripotenten Stammzellen nachzüchten und so weiter und so fort. Alles das ist... Also ganz kurz vielleicht nur für die Zuschauer, also Beta-Zellen, das ist so im Pankreas sind Insulin produzierende Zellen, das sind diese Beta-Zellen, die dann zugrunde gehen und das natürlich für ganz, ganz viele Diabetiker auch ein ganz großer Hoffnungsschimmer zu sagen, okay, die brauchen dann nicht immer wieder ihr Insulin spritzen, sondern wir züchten die Zellen, die dafür verantwortlich sind, wieder neu an in der Bauchspeicheldrüse. Richtig, genau. Also das sind halt die typischen Beispiele, die beforscht werden. Und wie gesagt, im Tierversuch funktioniert es. Vor allen Dingen im Kleintierversuch in der Maus, da sind sehr, sehr viele umfangreiche Versuche gemacht. Also im Prinzip steht das dort, die Therapie. Gibt auch vereinzelt jetzt auch Großtierversuche, die quasi auch zeigen, dass man das im großen Tier machen kann. Das ist ja auch wichtig, bevor man in die Klinik kommt. Was aber aussteht, ist quasi gute Herstellungskonzepte, die unter hochsterilen Bedingungen ist. Das sind diese sogenannten GMP, Good Manufacturing Practice Labors, also hochsterile Labors. Das sind alles Sicherheitsfragen, weil wenn man in die Klinik gehen möchte mit Stammzellen, dann muss man natürlich höchste Sicherheit haben. Und das Paul-Ehrlich-Institut, was solche klinischen Studien erlauben würde, die fragen also genau danach, was habt ihr gemacht? Und da gibt es also sehr viele Interpretationsprobleme. Wird jetzt die Stammzelle wie ein Medikament genommen? Das heißt, man müsste eine komplette, also wie die Pharmaindustrie auch eine komplette Zulassungsarbeiten durchführen, um Stammzellen für Therapien zuzulassen. Wird es eher behandelt wie eine Transplantat, ist es mehr ein Biomaterial? Also das sind auch Fragen, die jetzt auf juristischen Ebene noch im Moment noch geklärt werden. Und das ist natürlich alles wichtig, bevor man in die Klinik geht, weil in Deutschland zumindest dürfen wir natürlich nicht jetzt einfach so Dinge tun, auch wenn wir denken, überzeugt sind, dass es funktionieren würde. Es muss natürlich gut juristisch abgesichert sein. Daneben, auch das sollte ich noch erwähnen, gibt es natürlich schon auch klinische Versuche. Das ist allerdings nicht basierend auf diesen pluripotenten Stammzellen, die ich erwähnt habe, sondern man kann aus dem Knochenmark zum Beispiel multipotente Stammzellen gewinnen. Und die sind zum Teil auch schon in Organe geimpft worden oder gespritzt worden. Allerdings ist da der Erfolg nicht so gut. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass Zellen, wenn sie zum Beispiel aus dem Knochenmark kommen oder aus dem Fettgewebe, dass die nicht so leicht transdifferenzieren können. Da war also eine sehr große Hoffnung, dass jetzt eine Zelle, die ich aus dem Körper entnehme, wenn ich die in das richtige Milieu in dem krankhaften Organ bringe, dass sie dann automatisch sich umdifferenziert. Das ist nicht so erfolgreich. Allerdings ist es natürlich von der klinischen Zulassung einfacher. Da kann ich die Zellen aus dem Patienten direkt entnehmen, die demselben Patienten wieder geben. Und deshalb war das diese klinischen Studien einfacher durchzuführen. Sind gemacht worden, aber leider war der Erfolg nicht so groß. Insofern war da so im Moment so zwischen zwei generellen Wegen, die zu gehen sind. Und man versucht jetzt natürlich auch durch diese pluripotenten Zellen zu einer Therapie zu kommen, die kausal ist und die wirklich funktioniert. Gut, also das heißt, das meiste ist zurzeit tatsächlich noch präklinische Forschung. Trotzdem, wenn man sich mal so weltweit umschaut, dann gibt es ja tatsächlich auch schon Stammzellkliniken. Manchmal in eher, ich sag mal so, obskuren Winkeln der Welt, in der Ukraine oder in Panama.
Sind die tatsächlich weiter als wir oder sind die einfach nur geschäftstüchtiger oder auf gut Deutsch gesagt, sind da eher Scharlatane am Werk oder sind das tatsächlich wirkliche Stammzellkliniken? Ja, also ich bin da sehr skeptisch, war natürlich über sehr viel eingeladen, habe mir das auch vor Ort angeschaut. Man muss natürlich sagen, in anderen Ländern sind Zulassungsgenehmigungen einfacher zu bekommen. Deshalb ist gerade in Ukraine oder in Ländern, die jetzt nicht so hohe juristische und ethische Ausprägung haben, gerade diese Klinik entstanden. Allerdings ohne große wissenschaftliche Basis. Das sind also doch sehr viele Experimente direkt am Patienten durchgeführt worden. Zellen werden entnommen aus einem Gewebe in das andere gegeben. Auch sehr zweifelhaft für mich, wird zum Teil aus abgetriebenen Fäden Stammzellen gewonnen, die dann transplantiert werden. Also ich würde es eher so ein bisschen doch in die Kategorie Scharlatanerie reingeben. Allerdings können wir auch aus diesen Experimenten oder diesen Anwendungen lernen und haben vielleicht auch in der Zukunft dann die Möglichkeit, die Dinge zu kombinieren. Also ganz negativ stehe ich jetzt nicht dazu, aber man sollte doch sehr kritisch sein und sich das genauer anschauen. Okay. Eine Sache, die ja doch die Stammzellforschung häufig auch so ein bisschen behindert war, waren natürlich auch ethische Bedenken. Das heißt, am Anfang musste man ja häufig tatsächlich mit embryonalen Stammzellen auch arbeiten. Da ist natürlich schon die Frage, okay, wo bekomme ich die her und kann man das ethisch so vertreten? Die Frage ist jetzt weitgehend doch, glaube ich, gelöst, weil man kann Stammzellen tatsächlich zurückprogrammieren. Ja, also es ist wirklich eine ganz faszinierende neue Technik, die uns zur Verfügung steht, basierend auf den Arbeiten von Shinya Yamanaka, der dafür auch einen Nobelpreis bekommen hat aus Kyoto. Was wird da gemacht? Also in der Tat, wir hatten früher nur embryonale Stammzellen genutzt als pluripotente Zellen. Die müssen aus der Blastozyste gewonnen werden, also diesem ganz frühen embryonalen Vorgebilde. Und das war ethisch zweifelhaft. Wird da jetzt ein Mensch, der in der ganz frühen Entwicklungsphase ist, getötet dafür? Was darf man machen, was nicht? Auch in unterschiedlichen Ländern ist es unterschiedlich beurteilt worden. Alle diese Fragen sind jetzt quasi in der Vergangenheit, weil wir, wie gesagt, reprogrammieren. Das heißt, wir können von einer adulten Zelle, also einer Zelle aus unserem Körper ausgehen, und können durch verschiedene Reprogrammierungsfaktoren, das sind vier Stück, das OCT4, das CMYK, OCT4 und das KLF4, durch diese Faktoren wird die Zelle wieder zurück reprogrammiert in einen pluripotenten Zustand. Wir nennen die induziert pluripotenten Zellen. Und diese Zellen, das haben wir auch selbst in unseren Versuchen gezeigt, verhalten sich wirklich genauso wie eine ganz frühe embryonale Stammzelle. Und das ist natürlich jetzt das ideale Ausgangsmaterial, um Stammzellen oder um gewebsähnliche Zellen jetzt aus diesen Stammzellen für den Patienten zu gewinnen. Wenn das jetzt möglich ist, sind dann eigentlich noch so Angebote sinnvoll wie lassen Sie Ihre Stammzellen abpunktieren und einfrieren oder es wird ja auch angeboten, zum Beispiel Stammzellen aus der Nabelschnur dann gleich bei der Geburt des Kindes auch zu konservieren und dann für nicht wenig Geld einzulagern. Macht es eigentlich noch Sinn oder kann man da jetzt sagen, ist im Prinzip schon obsolet, weil man kann ja die eigenen Körperzellen dann auch zurückprogrammieren zu Stammzellen? Also im Prinzip haben wir vom 90-jährigen Patienten Zellen reprogrammiert und die haben auch genau dieselbe Eigenschaft wie die embryonale Stammzelle. Das heißt, wir können in der Tat wirklich für jeden Patienten Stammzellen gewinnen und können die auch dann wieder so differenzieren, dass sie organtypisch werden, sich in die Zellen, die wir dann brauchen für die Behandlung der Krankheit, um zu differenzieren. Das Einzige, wo ich vielleicht auch einen Sinn sehe, frühe Zellen einzulagern, ist, dass wir im Laufe unseres Alters quasi Alterungsprozesse haben. Das heißt, die DNA wird geschädigt, nicht nur durch Strahlung, Hautzellen, durch UV-Strahlung, aber auch durch Nahrungsmittel, die wir aufnehmen, andere Lebensgewohnheiten. Das heißt, die Qualität der Erbinformation wird mit zunehmendem Alter schlechter.
Und wenn ich jetzt eine Zelle reprogrammiere, dann kann ich nicht diese Erbinformation wieder in besseren Zustand verprägen. Ich benutze quasi dasselbe Erbgut und präge das quasi in diese pluripotente Stammzelle rein und kann da wieder besser differenzieren. Wenn aber schon Schädigungen des Erbinformationen vorhanden sind, dann habe ich die nicht dadurch eliminiert. Das heißt, es macht schon Sinn, ja, vom frühen Kind vielleicht sogar auch schon das Nabelschnurblut zu gewinnen, weil das Zellen sind, die noch das volle Potenzial haben von dem Erbinformationen, von der DNA in der Zelle. Okay, also Stammzellen begleiten uns ja eigentlich sozusagen das ganze Leben, aber sie unterliegen eben doch auch selber einem gewissen Alterungsprozess. Ne? Und es ist ja, ja. Das ist auch, und eine der Alterungstheorien ist ja eben auch, dass man sagt, okay, das Nachlassen der Stammzellpotenz im Alter ist tatsächlich auch insgesamt ein wichtiger Alterungsfaktor. Ja, ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben ja vorhin angesprochen, welche Krankheiten können behandelt werden. Und bis jetzt habe ich im Prinzip nur auf die ja, einzelnen organtypischen Zellen abgehoben, also bei Infarkt und so weiter. Daneben ist aber wahrscheinlich wirklich ein ganz anderes Prinzip sehr wichtig für Alterungsprozess. Und das ist also in der Tat, wie du gesagt hast, auch schon die Qualität der Stammzellen lässt nach. Da gibt es also auch sehr schöne Studien ja, am hämatopoetischen System, also den Zellen, die unser Blut bilden. Das ist mit zunehmendem Alter, wird die Qualität dieser Stammzellen immer schlechter. Das heißt, die Stammzelle muss ja das Potenzial haben, sich zu vermehren. Sie muss in die richtige Richtung sich differenzieren. Sie muss in der Lage sein, auch dann in dieses Organ zu migrieren, also hereinzugehen. Alle diese Dinge werden verschlechtert. Und es gibt sogar Hinweise dafür, dass aus diesen Stammzellen in unserem späten Alter, dass die Zellen sich dann zum Beispiel auch entarten können, also auch Tumorentstehung. Oder dass die Zellen nicht mehr das Potenzial haben, sich zu entwickeln. Alles das sind Dinge, die wir jetzt erst lernen. Und wir denken, dass in der Tat die Stammzellen ein ganz wichtiges ja, Beitrag haben bei Alterungsprozessen. Das heißt, weil mit zunehmendem Alter dieses regenerative Pool von den multipotenten Stammzellen abnimmt, könnte es sein, dass die Organe nicht mehr so gut von selbst regenerieren. Wir wissen, dass jeden Tag Milliarden Zellen absterben und die müssen ja wieder neu gebildet werden. Wenn das nicht mehr gut funktioniert, könnte das zum ganz natürlichen Abbau von Organfunktionen führen und dann am Ende zu dem Multiorganversagen, an dem letzten Endes in hohem Alter die meisten Menschen sterben. Und das wäre noch ein anderes Konzept, was ich im Moment sehr intensiv auch verfolge, dass man aus diesen pluripotenten Stammzellen einen neuen Pool schafft von multipotenten Zellen und dass man diese multipotenten Zellen in unseren Körper hereinbringt, um so das regenerative Potenzial im Körper zu verbessern. Kann man sonst noch was tun, um seine Stammzellen jung und fit zu halten? Gibt es da spezielle Lebensstilfaktoren, Nahrungssupplemente, Hormone, die darauf wirken? Eigentlich ist das sehr, sehr wenig bekannt. Also wir wissen gut, dass das Pool der Stammzellen abnimmt. Das wird bei einigen Menschen schneller, bei anderen langsamer funktionieren. Ich denke, generell kann man natürlich sagen, je mehr wir unseren Körper schonen, desto weniger regeneratives Potenzial braucht er und desto mehr wird dieser Stammzellpool geschont. Das heißt, wenn wir auf der anderen Seite sehr intensiv unseren Körper immer benutzen, hohe Abnutzungserscheinungen haben, dann verbraucht sich wahrscheinlich dieser Stammzellpool schneller und dann wird vielleicht das regenerative Potenzial abnehmen. Aber es gibt da wirklich keine systematischen Untersuchungen, die zeigen, ob man durch Nahrungsmittel zusetzt oder andere Dinge diesen Stammzellpool regenerieren kann. Okay. Du hast schon erwähnt, Stammzellen spielen eben halt für ganz, ganz unterschiedliche Bereiche, letztendlich eigentlich für fast jedes Gewebe in unserem Körper eine entscheidende Rolle.
Und die Forschung ist ja auch unterschiedlich weit. Sicherlich ganz vielversprechend die Arbeiten, die du genannt hast, an denen du ja auch beteiligt bist, also Stammzellersatz nach Herzinfarkt, was dann eben heißt, der Herzmuskel vernarbt dann eben nicht, sondern kriegt eben neue Muskelzellen. Das heißt, er behält eben seine Kontraktilität, die Fähigkeit, sich zusammenzuziehen. Parkinson, großes Thema, neurodegenerative Erkrankungen, Haut sicherlich auch ganz, ganz wichtig. Also gerade für viele Verbrennungsopfer, wobei man sich noch vorstellen könnte, Haut ist vielleicht noch, gehört vielleicht noch zu den Organen, die am einfachsten sozusagen im Sinne von Tissue Engineering nachgebildet werden können. Richtig, auch da gibt es gute Arbeiten. Da kann man auch schon wirklich klinische Anwendungen nachweisen. Man braucht dazu gar nicht jetzt direkt von der pluripotenten Stammzelle auszugehen, sondern man kann zum Beispiel aus der Haut Stammzellen züchten und kann die in der Zellkultur im Labor nachzüchten und kann dann zumindest Haut nehmen, um den Defekt nach der Wunde zuzudecken. Aber das ist natürlich auch so, dass die Haut nicht jetzt die Haut ist, wie wir sie kennen. Das ist so eine pergamentartige Haut. Niki Lauda hat man das ja ein bisschen gesehen. Wo es jetzt auch schöne Experimente gibt, auch wieder nur tierexperimentell im Labor, dass man von der pluripotenten Zelle Haut nachbildet. Und man spricht da jetzt nicht nur von einzelnen Zellen, sondern von organähnlichen Strukturen. Und da kann man inzwischen jetzt auch Haut mit Melanozyten, also getönte Haut, mit Schweißdrüsen, mit Härchen, also alle Anhangsgebilde, die in der Haut drin sind, kann man entwickeln, sodass klinische Anwendung schon da ist. Aber in der Zukunft hoffen wir natürlich auch hier, dass man wirklich eine Haut so rekonstruieren kann, wie es auch natürlicherweise vorkommen würde. Was dann irgendwann wahrscheinlich auch mal Auswirkungen hat auf die ästhetische Medizin, weil die ersten Anwendungen werden sicherlich zum Beispiel für Verbrennungsopfer und so weiter sein und die Haut wird auch wahrscheinlich nicht die Qualität haben. Aber wenn das mal ausgereift ist, dann muss man sagen, haben natürlich Botox und Co. auch ihr Ende, weil dann werde ich nicht mehr Falten behandeln, sondern dann werde ich einfach neue Haut nachzüchten, die dann wahrscheinlich schon deutlich besser aussieht, auch als die Haut von uns beiden alten Männern jetzt hier im Video. Ne? So ist es. Also auch das ist ein wichtiger Bereich der Stammzellforschung, also ästhetische Medizin, Anti-Aging, Haut, Faltenbildung. Und wie gesagt, also da gibt es auch wirklich sehr, sehr spannende Versuche im Labor, um Haut so funktionell darzustellen. Und Alterungsprozesse sieht man wirklich am besten an der Haut. Das subkutane Fettgewebe nimmt da ab. Also nicht nur die obere Schicht von den Keratinozyten auf der Haut, sondern auch die tiefer liegenden Schichten. Das sind wahrscheinlich auch Prozesse, die im Alter stattfinden und die wahrscheinlich daran liegen, dass der Pool, also die Haut, wird ja auch von diesen multipotenten Zellen, die die Haut immer wieder regenerieren, nachgebildet und wahrscheinlich nimmt im Laufe unseres Alters genau dieser Pool in der Haut auch ab, sodass die Haut nicht regenerieren kann. Und das sehe ich also in der Tat übrigens auch ein sehr großes Potenzial der Stammzellen, dass man unter die Haut dann diese nachbildenden Stammzellen injiziert, ähnlich wie bei Botox-Injektionen, und dass von diesem Pool von den Stammzellen dann die Haut wieder komplett regenerieren könnte. Wo es jetzt auch schon erste Anwendungen gibt und auch erste Kliniken oder Praxen, die das anwenden, ist im Bereich der Orthopädie. Also die Arthrose ist natürlich auch eine der Alterserscheinungen, die sehr gefürchtet sind. Und an den Knorpel kommt man ja eigentlich kaum medikamentös ran, weil er auch nicht durchblutet ist. Da gibt es jetzt so die ersten, ich sage jetzt mal Stammzelltherapien, die das zumindest von sich behaupten, die zum Beispiel Fettgewebe einfach da reinspritzen oder Fettgewebe aufbereiten, um dann, Fettgewebe enthält ja doch relativ viel Stammzellen, um die dann ins Gelenk zu spritzen und dann tatsächlich eine Wirkung direkt auf den Knorpel zu erzielen. Ist das eine seriöse Stammzelltherapie oder fällt das auch eher so, ich sag mal, in den Bereich ukrainische Stammzellklinik, die da jetzt Parkinson behandeln will?
Nee, das würde ich in der Tat auch als eine sinnvolle Sache sehen, dass sozusagen der Glücksfall in der Stammzelle, der klinischen Anwendung der Stammzellen. Und zwar handelt es sich da um die mesenchymalen Stammzellen. Mesenchymale Stammzellen, das ist sozusagen die ganz generelle Stammzelle in unserem Körper, ist für sehr vieles verantwortlich. Ja, wir kennen das so, das Bindegewebe, ja, unterstützende Gewebe, mesenchymale Stammzellen findet man praktisch in allen Organen, die sozusagen so eine Grundstruktur von unserem Körper darstellen. Der Glücksfall jetzt für die Anwendung ist der, dass diese mesenchymalen Stammzellen einmal sehr leicht zu gewinnen sind. Du hast es ja schon gesagt, aus dem Fettgewebe können wir die sehr leicht gewinnen. Man muss die von den Adipozyten, das sind also die fett enthaltenen Zellen, trennen. Kann man relativ einfache Untersuchungen, Methoden durchführen. Wenn man jetzt diese mesenchymalen Stammzellen hat, dann gibt es sehr einfache Protokolle, um diese Zellen in drei Strukturen zu bringen. Einmal kann man daraus leicht Fettzellen machen, das will man nicht, gibt es auch keine klinische Anwendung, die entstehen von selbst. Aber interessant ist, dass man aus diesen mesenchymalen Stammzellen relativ leicht Knochenzellen und Knorpelzellen machen kann. Das heißt, da ist die klinische Anwendung so, dass ich aus dem Fettgewebe zum Beispiel mesenchymale Stammzellen isoliere, die durch ein einfaches Verfahren in der Zellkultur in Richtung Schwannpozyten, also Knorpelzellen, entwickle. Und die kann ich dann in der Tat in das Gelenk injizieren. Und dort setzen sich an der Innenwand des Gelenks fest. Und Arthrosen entstehen ja hauptsächlich dadurch, dass gerade diese Schicht von Knorpel abnimmt. Und das kann dadurch aufgebaut werden. Da gibt es also auch schon ganz gute klinische Hinweise, dass es wirklich funktioniert. Okay, also das schon eine erste sinnvolle, auch klinische Anwendung von, auch im Prinzip eine Und das Anti-Aging-Anwendung geht eben auch wieder von der Zulassung einfacher, wie ich vorhin gesagt habe. Da kann ich Zellen vom Patienten entnehmen und die wieder demselben Patienten injizieren. Das ist also ja von der Zulassung her sehr viel einfacher, wie wenn ich jetzt eine Zelle nehme, die reprogrammiere, in eine pluripotente Zelle zurückverwandle und von dort wieder eine Zelle differenziere und dann quasi als neues Gewebe in den Patienten reinbringen will. Also sozusagen eine Zelle, die ich direkt entnehme und wieder direkt gebe, das ist alles schon machbar heute in der Klinik. Und hat natürlich auch den großen Vorteil, dass es körpereigene Stammzellen sind. Das heißt also, da habe ich jetzt mit Abwehrreaktionen und so weiter nichts zu tun. Ne? Ja. Im Prinzip wäre ja dieselbe Argumentation auch für diese induziert pluripotenten Zellen, diese iPS-Zellen. Auch Ja. das sind ja quasi körpereigene Zellen. Aber da sagt jetzt der Gesetzgeber vom Paul-Ehrlich-Institut, was für die Zulassung verantwortlich ist, aber er verändert da so vieles dran. Er bringt quasi die Zelle wieder in diesen frühembryonalen Zustand zurück. Er differenziert die Zellen und da will ich erst mal sehen, wie sicher ist dieser Differenzierungsschritt. Entsteht da wirklich auch kein Tumor, wenn ich diese Zellen wieder in das Gewebe reinbringe. Also das sind die vielen Fragestellungen, die leider im Moment noch schwierig machen, die pluripotenten oder diese induziert pluripotenten Stammzellen in die Klinik zu bringen. Aber wir sind da guter Hoffnung, dass wir das auch eines Tages auch schaffen und dadurch wirklich auch einen guten Beitrag in der Medizin leisten können. Okay. Ganz zum Schluss nochmal Sprung aus der Medizin heraus. Stammzellen sind ja nicht nur sozusagen im medizinischen Bereich ein großes Thema, sondern denen wird ja auch in anderen Bereichen teilweise eine große Zukunft nachgesagt. Also wenn ich ein Steak esse, dann ist das ja im Wesentlichen eigentlich Muskelfleisch. Wenn ich Muskelstammzellen habe und kann die jetzt eigentlich grenzenlos vermehren, dann ist es ja prinzipiell auch machbar, mein Steak nicht mehr aus dem Schlachthaus zu bekommen, sondern aus dem Stammzelllabor. Das ist richtig. Gibt es auch schon ganz gute Untersuchungen. Also in Amerika ist ein Hamburger für $100.000 gezüchtet worden. Im Moment sehr teuer, aber wenn die Verfahren vereinfacht werden, könnte man sich das wirklich vorstellen. Und gerade jetzt die ganze Problematik Klima, Umweltverschmutzung entsteht ja auch zum großen Teil auch durch diese großen Herden, die wir halten müssen, um unser Steak zu essen. Und man könnte sich da durchaus vorstellen, dass das in der Zukunft in Form von einer Zellkultur funktionieren würde. Ich denke, die Muskelzellen könnten dann auch ganz
genau definiert, gezüchtet werden. Und ja, vom Geschmack her kann ich jetzt nicht sagen, aber ja, man könnte sich das durchaus vorstellen, dass das auch in der Nahrungsmittelgewinnung eine Rolle spielen könnte. Gut, ich meine, da werden bei den Steaks vielleicht schon noch die einen oder anderen Feinschmecker dann hinterher sagen, naja, also das Kobe-Rind oder das Angus Beef oder so schmeckt ja dann doch noch ein bisschen gehaltvoller als jetzt das, was da aus dem Stammzelllabor kommt. Aber ich meine, für einen normalen Hamburger, den ich in der Fastfood-Kette bekomme, oder für die Chicken Nuggets würde sowas ja nun wirklich, denke ich mal, ausreichen. Und würde ja doch auch viele Probleme ethischer Art auch wahrscheinlich für die Umwelt sogar lösen. Und die Technik ist da, dass das im Moment noch sehr teuer ist, ist eine andere Sache. Aber meistens, wenn so etwas mal da ist, dann kann man ja auch zusehen, wie schnell das eigentlich dann auch preiswerter wird. Ja, also kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Okay, also unsere Zeit ist leider schon um. Ich denke, wir haben tatsächlich viel erfahren über Stammzellen und werden das natürlich auch intensiv weiterverfolgen, weil, wie gesagt, Stammzellen sind tatsächlich das große Zukunftsversprechen auch für die Anti-Aging-Medizin. Und wir sehen so, allmählich wird dieses Versprechen tatsächlich auch schon umgesetzt. Also, Jürgen, nochmals herzlichen Dank. Ich denke, du hast uns das tatsächlich sehr umfassend, auch sehr anschaulich dargestellt. Und ja, wir bleiben in Verbindung und ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Danke. Okay, vielen Dank, Bernd. Ja. Gerne. Tschüss.